So Leute, weiter geht es auch schon hier. Und können wir Patty irgendwie aufwecken? Ich sollte sie schlafen lassen. Gut, dann lass sie schlafen. So. Jetzt. Juan, was soll das? Bei der Arbeit wird nicht Was gibt's geschlafen. Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Tja, Kollege, hast du wohl verkackt, ne? Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört. Oh, ich hab vergessen, dass die dieses Wort dafür benutzen. Oh, ich liebe die Entwickler von diesem Spiel. Das ist einfach so lustig, ne? So, tschüss, Ratte. Hast du irgendwas Cooles dabei? Nö. Aber die bringen Ruhm. Es ist auch so ehrenvoll, eine Ratte zu töten. Brückentorwache. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Naja. Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff, obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz, das Tor bleibt zu. Oh, da fühlt sich jemand ganz wichtig hier, glaube ich. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Ich will beide. Ich will beide Antworten haben. Ich weiß nicht, ob man sich beide anhören kann. Ansonsten werde ich einfach das Spiel laden und mir die andere dann nochmal anhören. Fangen wir an, erstmal mit der Wahrheit an. Nee, erstmal die offizielle. Die offizielle. Es heißt, das Okular, das du getragen hast, wäre verflucht und dass sie es dir abnehmen mussten. Und dabei hast du dein Auge verloren. Das stimmt auch. Dann ist ja gut. Das Tor bleibt zu. Jetzt will ich die andere Wahrheit hören. Mann. Spielstand laden. Hier geht das. So, da sind wir wieder. Die Ratte wird noch eben getötet. Bam. Und jetzt höre ich mir mal die Wahrheit an. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, hatten wir schon. Ja, sinnlos. Ja, Titan. Ja. So, jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, mit allem gebührenden Respekt natürlich. Jetzt spuck's schon aus. Also, die Männer erzählen, dass das Okular, das du getragen hast, verflucht war. Und als sie es dir abgenommen haben, hast du dein Auge verloren. Und weiter? Naja. Und dass das Okular einen bösen Einfluss auf dich hatte, der dich irgendwie verändert hat. So wie es Inquisitor Mendoza verändert hat. Und um das zu ertragen, säufst du jeden Abend ein paar Flaschen rum. Du wolltest es wissen. Es ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte wie die andere. Ich glaube, da kommen wir später auch noch hin. Irgendwann kommen wir nochmal zurück hierhin. Glaube ich Die zumindest. Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen Wie der diese Kerl sich gerade Bestie umgedreht hat, unternehmen? ey.
So. Genau, lass das mal meine Sorge sein. Das lass mal meine Sorge sein. Bring du mich nur nach Takarigua. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Ja. Gut. Der hat vorhin von Ursigor und Ismael geredet. Ursigor kennen wir ja aus dem letzten Teil, aber ich habe gedacht, wir haben den in die Freiheit geschickt und dadurch hat er halt irgendwie jetzt, ne, sich irgendwie, okay, nicht aufgelöst, aber, ah ne, er hat gesagt, er kann aus seinem Grab raus. Und das heißt, dass, scheiße, wir haben den Krieg verursacht. Ja gut, dann müssen wir diesen kleinen Fehler jetzt auch wieder beheben. Und wenn ich bei den Piraten bin, niemand soll mich in die Inquisition das frage ich mich auch. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da den Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Ach was. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Gut. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Tja, dann sind wir jetzt wohl kein Inquisitionsheini mehr. Aber wir werden trotzdem so spielen, als ob wir für die Inquisition wären, weil undercover sind wir es ja noch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. So, Angus, der hat auch irgendwas was für uns. Was machst du? Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Was wird dann aus dem? Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Unser Sold. Genau, darum ging's. Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Bist du dumm? Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Ja gut, 200 Goldstücke für nichts ist nett. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Dann sei du dir mal sicher. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wobei doch, wenn man hört, dass da Titanen am Fighten sind und so, das ist doch schon ein bisschen kacke. Alle Kisten hier verschlossen und ich muss was an der Mausempfindlichkeit ändern, Tastenbelegung, nein. Ist das bei Gameplay? Nein. Doch, hier, Kamerageschwindigkeit. 07? Ja, ist angenehmer. Gut. Wer bist du? Severin. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst Moment, du das nicht? Der kommt mir auch bekannt vor. Gab's den nicht auch im ersten Teil? Disziplin ist gut, kämpfen ist besser. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Immer doch, ja. Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Moment. Vorher will ich
den Proviant auf die 1 legen. Beziehungsweise nein, die Pistole auf... Doch, Moment, so rum mache ich es. Pistole auf 1, Proviant auf 2, Blut plus 50. Was heißt denn Blut plus 50? Achso, Blut ist Leben. Ja, warum, warum Blut? Das hört sich so aggressiv an. Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Was für eine geheime Mission. Der Hohe Rat hat beschlossen, eine weitere Expedition in die neue Welt zu schicken. Außer Corrientes kennt nur Kommandant Carlos die Einzelheiten. Gut. Dann, oh, da liegt da was. Ein Goldbeutel. Sehr schön. Das wusste ich nicht, dass hier ein Goldbeutel liegt. Den habe ich gerade durch Zufall entdeckt. Und das liebe ich an diesem Spiel. Allgemein, seit dem allerersten Gothic-Teil. Ich kann es nie oft genug sagen, dass dieses Spielentwicklerstudio einfach nur so geil ist. Das ist einfach echt erste Sahne, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, und jetzt habe ich so lange gequatscht, dass wir bei den 10 Minuten angekommen sind. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit Severin kämpfen. Und dann mal schauen, ob wir aufs Maul kriegen oder ob wir ihm aufs Maul hauen. Aber ja, ich hoffe mal, dass wir natürlich nicht verlieren werden. Ich kann dir nicht helfen. Das macht er jetzt den ganzen Tag. Die ganze Zeit mit einem Fuß gegen den anderen Fuß treten. Sehr interessant. Ja, gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Anschauen. Ich weiß, jetzt am Anfang passiert noch nicht so viel. Aber früher oder später werden wir hier einiges erleben. Denke ich doch mal. Und bis dahin bedanke ich mich beim Anschauen. Genau, ich bedanke mich beim Anschauen für euch. Nein, ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. So rum geht das. Und ich sag dann mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.